Heute, vor ziemlich genau einem Jahr, fand der letzte reguläre Flug mit Passagieren unter einer Air Berlin Flugnummer statt. Das war die Verbindung AB6210, der letzte reguläre Air Berlin Flug von München nach Berlin-Tegel. Das an diesem Abend aber unter einem besonderen Rufzeichen, und zwar Air Berlin vor Echo Victor Romeo, beziehungsweise, wenn man es denn so aussprechen möchte, Air Berlin Forever. Das sollte uns Grund genug geben, uns nochmal ein bisschen über dieses Thema zu unterhalten, ein paar wichtige Dinge zusammenzufassen und ein bisschen darüber zu sprechen, warum heute, ein Jahr nach diesem letzten Air Berlin Flug, warum da scheinbar immer noch alles voll ist mit Air Berlin Flugzeugen. Und damit hallo und ganz herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich hoffe, es geht euch gut und es fühlt sich noch gar nicht unbedingt so an, als wäre das alles schon ein Jahr her, oder? Ich meine, man sieht immer noch Air Berlin Flugzeuge am Himmel oder an den Flughäfen rumstehen. Es sind zwar mittlerweile deutlich weniger, aber weg sind sie auf keinen Fall. Und man stellt sich auch heute, 12 Monate danach, eigentlich noch immer die gleichen Fragen. Was wusste die Regierung alles schon vorher? War das ein abgekatertes Spiel mit der Lufthansa? Obwohl man da jetzt vielleicht nicht unbedingt ein Fragezeichen hintersetzen muss, aber gut. Manche stellen sich jetzt vielleicht immer noch die Frage, ob sie ihr Geld irgendwann mal zurückbekommen, was sie ein paar Monate vor der Insolvenz vielleicht in einen teuren Air Berlin Langstreckenflug investiert haben oder was auch immer. Oder man fragt sich, ob es sich vielleicht jetzt gerade lohnt, Geld in Air Berlin Aktien zu investieren. Nein, das macht vielleicht nicht unbedingt Sinn, Spaß beiseite, aber wenn man sich jetzt mal an diesen Tag vor ziemlich genau 12 Monaten zurückerinnert, dann war das doch schon ein recht besonderer Tag. Egal, ob man sich für die Luftfahrt interessiert oder nicht, man kam nicht wirklich um den letzten Air Berlin Flug drumherum. Air Berlin wurde im Jahre 1978 als neue Fluggesellschaft gegründet, damals noch mit Sitz in Miami. Denn nach Berlin-Tegel durften tatsächlich nur die Fluggesellschaften der westlichen Siegermächte fliegen und Deutschland gehört bekannterweise nicht zu den Siegermächten und deswegen durfte zum Beispiel auch keine Lufthansa in Berlin-Tegel landen. Ab 1991, also schon wieder einige Jahre danach, kam dann Joachim Hunold zu Air Berlin, der die dann komplett umkrempelte bzw. noch einmal in einer neuen Form neu gründete, neu auflegte. Er prägte die Fluggesellschaft von da an 2 Jahrzehnte lang und machte mittlerweile nach der Wiedervereinigung Dinge wie den Mallorca-Shuttle aus Paderborn, Düsseldorf oder Berlin-Tegel heraus richtig bekannt. Die Airline konzentrierte sich auf touristische Aufgaben, auf touristische Ziele und konnte damit wachsen. Und während das ein paar Jahre lang vernünftig vor sich hin lief, also die Fluggesellschaft ihren Platz am Markt wirklich gefunden hatte, sich dort wohlfühlen konnte, dort Geld verdienen konnte und dort auch wirklich vernünftig funktionieren konnte, dachte man sich irgendwann, wir können jetzt eigentlich gar nicht mehr schnell genug wachsen. Ab 2004 fing Air Berlin an, sich ganz groß, im großen Stile, an anderen Unternehmen zu beteiligen bzw. sie einfach aufzufressen. Zum Beispiel ab 2004 übernahm man 24% der Fluggesellschaft von Herrn Niki Lauda. Das war in diesem Fall Niki. Im Jahre 2006 kommt Air Berlin dann an die Börse. Ein richtig großer Schritt für jedes Unternehmen, aber ein noch viel größerer Schritt für eine Fluggesellschaft. Und 2007 kann die Fluggesellschaft immer weiter expandieren und übernimmt die LTU, eine traditionsreiche Fluggesellschaft aus Düsseldorf, und steht jetzt auch kurz davor, auch Condor zu fressen. Dabei kann Air Berlin schwarze Zahlen schreiben. Man macht keinen außergewöhnlich großen, aber einen stabilen Gewinn, der die Fluggesellschaft vernünftig am Markt halten kann und sie weiter expandieren lässt. Im Jahre 2010 kommt dann der Schritt in die Luftfahrtallianz Oneworld. Und damit bewegt sich Air Berlin langsam, aber sicher auf einen neuen Kundenkreis zu, den man jetzt auch für sich erschließen möchte, neben dem eigentlichen Kundenkreis, den man ja eh schon hat. Also nicht nur Malle und Touris, sondern man möchte jetzt, zum Beispiel durch Codeshare-Abkommen mit bewährten Fluggesellschaften wie American Airlines, auch ein Business Carrier sein und bietet ab 2011 zum Beispiel eine klassische Business Class Direktverbindung von Berlin-Tegel nach New York an. Ganz nebenbei hatte man sich ja jetzt auch wieder dutzende Kurzstrecken auf den Plan geholt, dutzende Städteverbindungen, die man von der TUIfly übernommen hatte. Und das war nicht gerade wenig. Und damit hatte man jetzt quasi alles auf einmal. Jetzt musste man damit nur vernünftig Geld verdienen. Und das schaffte Hunold zu dieser Zeit nicht mehr. 2011 musste er dann das Unternehmen verlassen, weil er mit der Air Berlin in dieser Form kein Geld mehr verdienen konnte. Und der ehemalige Bahnchef Hartmut Medorn, der sollte jetzt die Air Berlin retten. Eine Fluggesellschaft, die ziemlich explosiv expandierte, jetzt aber wie gesagt alles hatte, das nur vernünftig strukturieren musste, um damit auch Kohle zu verdienen. Um neue Märkte und neue Möglichkeiten zu eröffnen, kommt kurz danach Etihad Airways als nun größter Einzelaktionär der Air Berlin in diese ganze Geschichte mit rein. Hartmut Medorn war da zu dieser Zeit wahnsinnig stolz drauf, weil es klang ja auch alles sehr gut. Etihad Airways hatte dann knapp 30% der Air Berlin übernommen und während der Partner aus dem Nahen Osten nun seine Marktanteile in Deutschland und Europa langsam aber sicher mit Hilfe der zweitgrößten deutschen Fluggesellschaft ausbauen konnte, konnte Air Berlin das Streckennetz schlagartig erweitern.
musste dafür aber auch einige wirklich interessante und vernünftige Strecken abgeben, zum Beispiel nach Bangkok oder auf die Malediven, einige ehemalige LTU-Verbindungen, für die manche ja gerade erst Air Berlin gebucht hatten. Jetzt schickte die Fluggesellschaft ihre Kunden aber, wenn sie Richtung Osten mit Air Berlin fliegen wollten, über Abu Dhabi. Und das wollten viele Kunden nicht. Dazu setzte man zu dieser Zeit fast alles auf den neuen Hauptstadtflughafen, weil macht ja auch Sinn, warum denn auch nicht? Heute wissen wir, macht nicht so ganz viel Sinn und Hartmut Medon wollte an dieser Stelle schon klagen, weil das kostete die Fluggesellschaft einfach Millionen. Gleichzeitig klagte die Fluggesellschaft aber auch über ihn als Chef, weil er die Verluste der Air Berlin nicht in den Griff bekommen hatte. Und er ging daraufhin, er verließ das Unternehmen im Jahr 2013 und er ging daraufhin zum Hauptstadtflughafen, zu dem Projekt, was er vorher doch so kritisiert hatte. Aber gut, Wolfgang Prock, ein Österreicher, der wurde der Nachfolger und neuer Chef bei Air Berlin. Er startet erste größere Sanierungsversuche, denn die Fluggesellschaft soll ja jetzt endlich mal wieder Geld verdienen. Wie gesagt, man hatte ein Riesenpaket, in dem man eigentlich alle Möglichkeiten hatte. Man hatte über 100 Flugzeuge auf dem Hof stehen, man hatte wahnsinnig viele Destinationen, die man anfliegen konnte, aber unterm Strich kam halt einfach ein dicker Verlust raus. Er wollte daraufhin einige Mitarbeiter entlassen, andere sollten auf 5% ihres Gehaltes verzichten. Dazu verkaufte er einfach wahnsinnig viele Flugzeuge. Air Berlin besaß zu diesem Zeitpunkt nur noch 10 eigene Maschinen. Alle anderen hatte man sich jetzt über verschiedenste Leasinggeber und davon nicht gerade wenig zurückgeholt. Und das war vielleicht im Nachhinein keine so wirklich gute Idee. Natürlich macht es Sinn, Flugzeuge zu verkaufen, damit man wieder Geld hat und sie sich günstig über einen Leasinggeber zu holen. Aber was da dann teilweise für Maschinen bei rumkam? Am besten die Maschinen mit unterschiedlichen Konfigurationen, am besten mit einer unterschiedlichen technischen Ausstattung, mit unterschiedlichen Triebwerken, mit einem unterschiedlichen Wartungsaufwand, was am Ende des Tages vielleicht alles ein bisschen mehr Geld kostete, als man vorerst dachte. Das gefiel so gut wie niemandem und funktionierte auch nicht richtig. Im April 2014 verkündete Air Berlin zu dieser Zeit den Rekordverlust von 315,5 Millionen Euro. Das ist eine ganze Menge und das ganze Flugzeugverkaufen hat dabei nicht geholfen. Wolfgang Prock musste daraufhin wieder gehen. Quasi zum Abschied sagte er dann noch, dass man die 18 noch offenen von 25 bestehenden Bestellungen für die Boeing 737-800 storniert hatte, genauso wie die 15 Bestellungen für die 787-9. Die sollte Air Berlin niemals bekommen. Sein Nachfolger wurde dann Stefan Pichler, einem Airline-Business wirklich nicht unbeschriebenes Blatt, das sich hier und da durchaus schon ein bisschen unbeliebt gemacht hat. Er war lange Zeit bei der Lufthansa tätig. Von 2001 bis 2003 war er dann Vorstandsvorsitzender der Thomas Cook AG, was ihm eine ganze Menge Kritik einbrachte von vielen verschiedenen Seiten. Sein Management wurde da von vielen verschiedenen Seiten kritisiert. Und er sollte jetzt also die Air Berlin retten. Ob das funktioniert? Er räumte erst einmal das Air Berlin Streckennetz auf. Das bedeutet, er strich Destinationen aus dem Plan, mit denen sich Stand heute kein Geld mehr verdienen ließ. Das waren überraschend viele Ziele, zu denen Billiganbieter unterwegs waren. Die konnten einfach günstiger funktionieren, als das Air Berlin konnte. Und darunter musste auch das Drehkreuz Mallorca leiden, welches dann im Jahre 2016 geschlossen werden sollte. Im September 2016, immer noch unter der Führung von Stefan Pichler, war dann klar, die Fluggesellschaft steht mittlerweile mit dem Rücken zur Wand. Es muss eine komplette Restrukturierung folgen. Die Fluggesellschaft muss aufgeräumt werden. Es muss wieder einen roten Faden in dem chaotischen Haufen geben. Es muss eine ganz klare Aufgabe geben, die diese Fluggesellschaft erfüllen kann und womit sie auch Geld verdienen kann. Die Flotte sollte diesmal radikal auf 75 Flugzeuge reduziert werden. Rentable Langstrecken aus Berlin und aus Düsseldorf heraus sollten bleiben, genauso ein paar weitere gut funktionierende Ziele. Aber ganz viele Strecken und damit auch ganz viele Flugzeuge sollten an die Lufthansa-Tochter Eurowings gehen. Insgesamt wollte man 40 Maschinen verleasen, entweder an Eurowings oder an die Lufthansa-Tochter Austrian Airlines. Und dazu wollte man 1200 Mitarbeiter entlassen. Man wollte sich also radikal gesund schrumpfen. Das an dieser Stelle war wahrscheinlich schon zu spät. Ähnliches sollte gleichzeitig mit der Wartungstochter Air Berlin Technik passieren. Etliche Entlassungen und Standortschließungen, das war mittlerweile unumgänglich geworden. Dazu hatte man ein neues Logo in Auftrag gegeben für die Fluggesellschaft Air Berlin, welches dann auch optisch klar erkennbar machen sollte, dass die Fluggesellschaft jetzt wieder einen klaren roten Faden verfolgt und neu aufgelegt wurde. Dazu wollte man das verkaufen, was man aktuell überhaupt noch verkaufen konnte. Zum Beispiel Niki, die sollten jetzt zu einem Großteil an Etihad verhökert werden, die ja eigentlich auch eine Finanzspritze nach der nächsten in leeren Raum schossen, was die Kartellbehörden mittlerweile auch mehr als kritisch beäugten. Im Februar 2017 übernahm dann Thomas Winkelmann, ein wahrer Lufthansa-Mann, ehemaliger CEO von Germanwings,
und der kam sicherlich schon mit einem ganz klaren Auftrag um die Ecke, was dem Ganzen am Ende des Jahres einen ziemlich üblen Beigeschmack geben sollte. Nicht zuletzt auch durch seine Millionen, die er sich für sich privat als sicheres Gehalt quasi für die nächsten Jahre aus dem Unternehmen herauszog. Man bereitete die Air Berlin von nun an quasi auf ihren Abgang vor. Am 15. August 2017 war es dann öffentlich, Air Berlin stellt einen Insolvenzantrag. Automatisch waren hunderttausende Kunden betroffen, die teilweise bis heute auf eine entsprechende Entschädigung warten und sie wahrscheinlich auch nie bekommen werden. Ein überraschend schnell verfügbarer Kredit der Bundesregierung in Höhe von 150 Millionen Euro hält die Air Berlin dann erst einmal für die nächsten Wochen in der Luft. Was gleichzeitig auch so ein paar Fragen aufwirft, immerhin schafft man sich damit einen Zeitraum, um die Fluggesellschaft für einen reibungslosen Übergang in die neuen Gesellschaften vorzubereiten. In diesem Fall ist hauptsächlich Lufthansa mit der Billigtochter Eurowings der Gewinner. Etwas, was es zum Beispiel bei der Monarch Airlines Pleite nicht gab. Bis heute konnte man wohl knapp die Hälfte des Kredites an die Bundesregierung zurückzahlen. Viel mehr wird da aber wahrscheinlich auch nicht mehr kommen. Das Geld ist schlicht und einfach im Nix verschwunden. Von den einmal gut 8000 Mitarbeitern bei der Air Berlin arbeiten heute noch gut 58 Leute im Unternehmen, weil man ist noch damit beschäftigt, die Dinge, die mit einer solchen Insolvenz einhergehen, zu sortieren, aufzuarbeiten und das Ganze am Ende des Tages noch vernünftig über die Bühne zu kriegen. Wo alle anderen hin sind, das weiß tatsächlich niemand bis heute so ganz genau, denn man kann da nur schätzen, die meisten sind halt nicht zu irgendwelchen Agenturen gerannt, sondern haben sich auf eigene Faust um einen neuen Job gekümmert. Es sind knapp 3000 Leute, das schätzt man, bei der Eurowings untergekommen, knapp 400 Air Berlin Mitarbeiter arbeiten jetzt bei EasyJet und andere haben sich entweder komplett aus der Fliegerei zurückgezogen oder aber sind bei anderen Fluggesellschaften untergekommen. Bis heute fliegen aber natürlich noch Dutzende Flugzeuge in der ehemaligen Air Berlin Bemalung durch die Gegend, entweder in kompletter Air Berlin Bemalung oder halt in so einer Mischlackierung bei Laudamotion. Die meisten Maschinen bekamen Eurowings, 77 Stück, die man bei diesem ganzen Chaos im Sommer natürlich nicht einfach so zum Umpinseln aus dem Verkehr ziehen wollte und konnte. Spätestens allerdings im März 2019 soll damit Schluss sein, es wird also noch ein paar Monate dauern, dann wird aber auch die letzte Maschine in den Farben Rot-Weiß und damit auch das letzte Stück Air Berlin von den deutschen Flughäfen verschwinden. Und damit soll es das für heute gewesen sein. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, es waren noch ein paar interessante Informationen dabei und ich konnte das so ein bisschen vernünftig für euch zusammenfassen. Jetzt könnt ihr euch noch ganz viele Videos angucken, die knapp vor einem Jahr hochgeladen wurden. Viele Passagiere vom letzten Air Berlin Flug haben da so ein paar Ausschnitte hochgeladen, die teilweise doch echt wirklich recht emotional sind. Und ja, dann wünsche ich euch allen noch einen wunderschönen Tag. Lasst es euch gut gehen. Ein schönes Wochenende euch. Ich freue mich auf eure Kommentare. Und dann bis morgen und tschüss.